Nichts wie Pech. Mistvieh. Okay, wir sind entkommen, diesen Mokschokolade da. Ui. Bin ja mal gespannt, wie sie weitergeht. Ist ja wirklich ein schönes Spiel, kann man echt nicht meckern. Hm? Was jetzt hier? Genau, wir reiten ihn. Los, Bestie, flieg uns in die Freiheit. Ewig. Oh, Wuschelkopf. Süß. Wuschelkopf und Schnurbelkorb. Wo fliegen wir denn hin? Wir sind eine Kriegerin. Wir sind eine Amazone. Entschuldigung. Ui. Was haben wir denn hier? Wir kennen... Ups. Naja. Auch nicht schlecht. Unser Messer. Ich will doch dein doofes Ei gar nicht. Papa, schau! Jesse ist mit einem Mädchen zurückgekommen. Ein neuer Rekrut. Zeit für deinen alten Vater, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Prinz Charming. Oh Gott. Prinz Charming. Wenn jetzt der Schreck noch auftaucht, wird's eng. So, machen wir weiter hier. Was haben wir denn da? Sieht so aus, als ob da eine Art kleiner Baum am Ende dieses Wegs ist. Was? Was war das jetzt? Mhm. Oh, voll eingesponnen. Okay, wir reden mal mit denen. Hi, ich bin Vella. Und wer seid ihr? Was sind ihr für zwei hässliche Vögel? Hi, ich bin Vella. Und wer bist du? Ich bin Walt Ö. Walter? Walt Ö. Mit Apostroph. Wir suchen Aha. Die Leichtigkeit in allen Dingen. Keine zusätzlichen Belastungen, keine zusätzlichen Buchstaben. Ich bin Shit. Du bist Shit. Siehst auch aus, du kleiner Shit. Wer seid ihr? Könnt ihr mir helfen? Wer ist Jessie? Nun, bis später, deine zwei. Wir fangen mal oben an, wie immer. Wer seid ihr? Wir sind natürlich die Putzfinkel. Wir kümmern uns um die Nester und halten alles am Schweben. Total wichtig eben. Na, könnt ihr mir denn auch helfen, ihr zwei Gestalten? Könnt ihr mir helfen? Ich muss sofort nach Zuckerdosendorf zurück. Du kommst aus Zuckerdosendorf? Deshalb riechst du so nach Zuckerguss. Was soll die Eile? Bleib ein bisschen hier und lass dich treiben. Ich bin eben den Maiden mal entkommen und jetzt wird Monchotro das Dorf fressen. Diese Freundin ist dem Maiden mal entkommen. Das hat alles vermasselt. Jetzt sagen wir einfach, die Zuckerdosendorf Schwierigkeiten ist. Wir fangen mal oben an. Ich bin eben dem Maiden mal entkommen und jetzt wird Monchotro das Dorf fressen. Du bist was? Warum sollte jemand vor solch einer Ehre davonrennen? Vor solch einem freudigen Ereignis? Die sind doch öffentlich irre. Öffentlich laufen die Zeremonien auf der Muschelhöhe ohne Zwischenfälle ab. Wir hatten unser Meidenmahl gestern erst. Es war super! Bruder Leitbert war sehr zufrieden. Na dann versucht mal, das zu übertreffen, Muffelhöhle. Ja, seitdem seid ihr auch bloß noch zwei, oder was? Nun, ich dachte, dass wir bekämpfen könnten, anstatt ihn zu füttern. Nun, ich dachte, dass wir Mokschotra vielleicht bekämpfen könnten, anstatt ihn zu füttern. Das klingt ja grauenhaft. Warum würde jemand ein solch edles und gefährdetes Geschöpf verletzen wollen? Armer Mokschotra! Weiß Menschen frisst du Arsch! Hör mal, ich muss wirklich sofort nach Hause. Wir kennen keinen Weg von den Wolken herunter, weil niemand den Ort verlassen will. Mama sagt, dass sie einen kennt, aber das stimmt sicherlich nicht. Richtig, Papa? Müssen wir also die Mutti finden, was? Ich muss zu Mokschotra. Schnell. Gute Idee. Wenn du dich Mokschotra opferst, könnte das alles wieder ins Lot rücken. Er ist aber sehr wählerisch.
Und du müsstest mit den anderen Maiden von Muschelhöhe konkurrieren. Ich will aber nicht gefressen werden. Hast du gesagt, dass das nächste Maidenmal in Muschelhöhe stattfindet? Ja, es ist so traurig. Ich meine, die versuchen immer mit uns mitzuhalten, aber... Ach bitte, Mädchen aus Muschelhöhe riechen nach altem Seetang. Wie komme ich denn in die Muschelhöhle, ich meine Muschelhöhe? Wie komme ich nach Muschelhöhe? Immer dem Gestank nach? Lasst uns wieder über Wolkenheim sprechen. Ich wusste, dass dieser magische Ort irgendwann dein Herz gewinnen wird. Wer ist denn überhaupt dieser oder der Jessie? Wer ist Jessie? Die große blaue Olimöwe, auf der du hergeflogen bist. Oh, wirklich? Ich denke, ich schulde ihr wohl ein Dankeschön. Hör auf meinen Rat und bleib lieber fern. Warum sollte ich denn nicht mit Jessie reden? Warum sollte ich nicht mit Jessie reden? Nun, eines ihrer Eier ist verschwunden, als sie weg war. Und jetzt flippt sie total aus. Ja, ich denke, dass wir sie mit dem goldenen Ersatzei, das wir in ihr Nest gelegt haben, nicht täuschen konnten. Arme Jessie, wo ist ihr Ei hin? Es ist gegen den Putzfinken-Kodex, jemanden zu verraten. Aber Gus hatte Putzdienst und es wäre nicht das erste Mal, dass der Depp durch Ei... Psst. Sohn, denk an die Worte von Bruder Lightbear. Ist der Schnabel lose, geht das Dorf in die Hose. Irgendeine Idee, wo ich Jessies Ei finden könnte? Wenn Gus es wirklich genommen hat. Nun, er ist ein wenig langsam. Geistig und körperlich. Er ist wahrscheinlich durch die Wolken gefallen und auf den Waldboden geplatscht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was sind denn das für Gestalten? Das Vieh hat einen Eisprung, seitdem hat es kein Ei mehr. Die sind etwas dumm. Kannst du mir etwas über Bruder Lightbeard erzählen? Aber gerne doch. Harmony Lightbeard ist ein brillanter Philosoph, ein spirituelles Genie und ein Auftriebslehrer. Wir sind Bruder Lightbeard in die Wolken gefolgt, um seine Philosophie der Leichtigkeit zu erlernen. Papa hat ihm unser ganzes Geld gegeben. Oh, shit. Ach ja, das soll ja eine Überraschung für Mamas Geburtstag sein. Wenn das kein Arsch gibt. Kümmern sich denn die Vögel nicht selbst um ihre Nester? Nun, diese Vögel sind nicht gerade begabte Haushälter. Wenn man sie einfach machen lässt, legen sie zu viele Eier oder werden zu dick. Und dann, zack, so schnell fallen sie durch die Wolken. Am Leben bleiben, schwebend bleiben. Wie schweben wir denn überhaupt auf diesen Wolken, hä? Wie schweben wir überhaupt auf diesen Wolken? Volumen! Nein, mein Sohn. Versuch's nochmal. Ach, okay. Umfang? Fläche. Ja. Es geht um die Oberfläche. Kilogramm pro Quadratzentimeter. Nun, bis später dann, ihr zwei. Adieu. Bleib auf den Wegen. Bleib auf den Zweigen, oder? Die Wolken werden's dir zeigen. Nicht improvisieren, Chit. Entschuldige, Pops. Oh, na gut. Es sollte bleiben. Okay, dann gehen wir mal hier. Gehen wir da mal hin. Wir gehen mal hier rauf zu dem. Aber die fahren wir nicht runter. Okay. Sehen, was der so anzubieten hat hier. Vorsicht! Mein Messer. Ich hab gesagt, du sollst vorsichtig sein. Das ist okay. Das war nur meine gesamte Einkommensgrundlage. Nichts Besonderes. Ich bin eingesunken. Du, das tut mir voll leid. Tut mir leid. Was tut dir leid? Die Sache mit deinem Messer. Ach ja, mein Messer. Wo ist mein Beins? Wie heißt denn du eigentlich? Und wie heißt du? Carl. Carl? Nein, Carl. Eigentlich ist es Carol. Aber ein Buchstabe wurde aus Gründen, die viel zu bekloppt sind, um sie hier zu nennen, entfernt. Okay. Was haben wir noch? Ich kann dich über seltsame Typen fragen. Hey, so. Kann ich dich was über die seltsamen Typen da unten fragen? Mein Mann und mein Sohn? Was haben sie denn diesmal angestellt? Die haben dein ganzes Geld auf den Kopf gehauen. Ich glaube, dass wir in den Stücken verletzen werden. Ich glaube, dass sie in den hart arbeiten wie du. Sind das alle? Wir fangen mal oben an. Ich glaube, dass sie noch jemanden mit diesen Stücken verletzen werden. Oh, das würde mein Mann nie tun. Harmony hat Regeln gegen Auseinandersetzungen hier. Wer? Wer sind das schon wieder? Harmony. Harmony Lightbeard, der angebliche Guru, dem mein Mann hier hochgefolgt ist.
Meiner Meinung nach ist er ein Spinner, aber ich lasse meinem Mann seine Hobbys. Das machst du richtig. Dein Mann folgt einem Guru? Er ist mit unserer gesamten Familie hier hochgezogen, damit wir Harmony Lightbeards Philosophie der Leichtigkeit erlernen können. Es ist so eine Art Midlife-Crisis. Ich lasse ihn einfach machen. Ich glaube nicht, dass die da unten so hart arbeiten wie du. Oh, ich glaube das schon, da ich ja mein Messer verloren habe. Seid ihr denn eigentlich alle hier oder gibt's da noch mehr? Sind das alle? Naja, da ist noch McGee, meine Teenagerin. Die hängt sicher irgendwo rum und starrt Löcher in die Wolken. Na, du weißt schon. Teenager halt. Du bist sicherlich sehr stolz. Schatz, ich versuche im Moment einfach nur durchzuhalten. Ganz ehrlich, ich wünschte mir, er hätte einfach wie andere Männer mittleren Alters eine Affäre, anstatt uns hier hochzuziehen. Okay, lassen wir das mit deiner Familie. Oh, das tut mir leid. Hab ich schon wieder über sie gequatscht? Ich hab dich doch gefragt. Du kannst ohne Messer keine Hüte machen? Hüte? Ich stelle lebensrettende Wolkenschuhe her. Oder ach so. Zumindest tat ich das, bis du dann gekommen bist. Du stellst Schuhe aus Wolken her? Nein, ich mache Schuhe, die verhindern, dass man durch die Wolken sinkt. Sie verteilen dein Gewicht. Auftrieb bezieht sich auf... Warte, ich weiß das. Muss ich jetzt? Fläche, Volumen. Volumen? Kilogramm pro Quadratzentimeter. So dünne kleine Füße wie deine dringen durch die Wolken wie Essstäbchen durch Schlagsahne. Isst du Schlagsahne wirklich mit Stäbchen? Nur wenn ich traurig bin. Was? Na gut, hat man noch was davon. Warum benutzt du nicht deine Zähne? Warum benutzt du nicht deine Zähne? Schuhe, die aus Zähnen gemacht sind? Das klingt ja furchterregend. Naja, dann lasse ich dich wieder an deine Arbeit gehen. Oh, meine Arbeit. Okay, ich glaube, wir brauchen solche Schuhe. Oder dünkt mich das? Aber ich hatte doch auch ein Messer, das da auch gerade runtergeplumpst. Das wird doch hier bestimmt irgendwo rumliegen. Nimm. Man könnte meinen, dass das der einzige Ort ist, an dem man barfuß laufen kann. Nein, ist es eben nicht. Da ist ja gerade... Safety? Der hat ein Alkoholproblem. Ach du Arme. Gib mir was ab. Okay, gut. Wir gehen mal runter. Wir schauen jetzt nochmal hier unten um. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein Messer. Give I wash your Messer. So. Was ist das? Ich will es anschauen. Sieht aus, als ob unten an der Leiter irgendwas vor sich geht. Oh, kann man runterkrabbeln? Hui. Was? Ach, das ist wohl die Teenagerin. Ja, den werden wir mit der Quaken. Ist irgendwie voll gestört. Aber mit der Quaken? Mann, ich hoffe, dass das kein echter Vogel ist. Boah. Sie hat ihn den Kopf abgerissen. Sie ist wahnsinnig. Ich mag nicht, wie mich der da anschaut. Ja. Ich zieh dich mit meinen Augen aus. So, okay. Hi. Hi. Also, wie ist die Aussicht von da oben? Ich weiß nicht. Alles, was ich sehe, ist das enttäuschte Gesicht meiner Mutter. Warum? Hast aber ein schickes Outfit an. Schickes Outfit? Ja, mir hat es auch gefallen. Aber es war offenbar nicht schick genug. Und außerdem waren die Schuhe zu eng. Hast du eben Schuhe erwähnt? Ja, wieso? Brauchst du welche? Hier, nimm sie. Ich brauch sie nicht. Ah, cool. Ich werde hier ewig sitzen bleiben. Nein. Du bist doch nicht mehr an der Schule, du bleibst nicht mehr sitzen. Was machst du hier unten? Ich bin eine Opfergabe für das Meidenmal. Ist das nicht offensichtlich? Meine Güte, es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Sieht etwas schäbig aus für ein Meidenmal. Hey, ich habe es mir nicht ausgesucht. Nein, ich meine die kaputten Vogelkäfige und Federn. Oh ja. Also, das Mal ist vorüber. Und hast du überlebt? Brauchst du Hilfe beim Aufräumen? Wozu aufräumen? Naja, es ist nur, hier unten ist alles ein völliges Chaos. Genau wie ich. Deshalb gefällt es mir auch. Weiber. Wenn das mal vorüber ist, was machst du denn hier? Wieso streust du nicht noch mehr Salz in die Wunde? Ich bin hier, weil ich nicht ausgewählt wurde. Okay? Sei doch froh. Sieh's positiv. Du wurdest nicht von einem Monster gefressen. Das wäre mir lieber, als meiner Familie gegenübertreten zu müssen. Wem mache ich was vor? Sie sind vermutlich schon längst vor lauter Schande von einer Wolke gesprungen. Quatsch. Ich war auch bei einem Meidenmal.
Heute, um genau zu sein. Oh, wirklich? Du wurdest auch nicht ausgewählt? Mhm. Doch, ich wurde ausgewählt. Aber ich habe mich gewehrt und bin geflohen. Du... was? Ich dachte mir, wieso nicht gegen das Monster kämpfen, weißt du? Schon klar. Du wurdest nicht ausgewählt. Ist okay. Schwing dich herauf, dann schmollen wir gemeinsam, Schwester. Nein. Hör mal, ich glaube, es wird Zeit, das Monster zu bekämpfen. Du bist doch nur wütend, weil man dich nicht ausgewählt hat. Nein. So ging es mir gestern. Dann lasse ich dich mal allein. Genau wie Mok Chotra. Ich bin schon gewohnt. Nur Gestörter hier in dem Spiel unterwegs. Ich wurde nicht gefressen, das finde ich sowas für traurig. Okay, wir haben jetzt Schuhe. Gehen wir gleich mal hin und rauf und ran. Können wir eigentlich anziehen. Wo sind sie denn? Hier. Genau kann man die benutzen? Meine Größe. Dann zieh die doch mal an. Haha, jetzt kann man die Wolken laufen, was? Dab, 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 dab. So, gehen wir mal hier lang und gehen wir mal hier hinter. Hier bin ich gerade abgestürzt, ne? Sieht so aus, als ob da eine Art kleiner Baum am Ende dieses Wegs ist. Hm, gucken wir mal hier. Sieht so aus, als ob ich für mehr Wolken da lang sollte. Okay, gehen wir mal hier lang. Ich habe jetzt die lustigen Schüchen an. Jetzt können wir uns hier bestimmt auch frei bewegen. Gehe ich mal stark von aus. Oh, ein Inuit. Und Wuschelkopf. Und Schnobelsven. Alle sind sie wieder da. Juhu. Reden wir mal mit dem. Bitte lege deine Opfergabe in die Schalen der Erleuchtung. Du kannst mich. Hi, bist du... Du kannst mich Fether nennen. Oh, ja, entschuldige, Vater. Nein, Fether. Fast so wie eine leichte, wunderschöne Feder. Nur noch leichter. Harmony hat mir den Namen gegeben. Es ist eine große Ehre. Mhm, in deinem Kopf herrscht wohl eine große Leere. Was bewachst du hier? Ich stelle sicher, dass die Zeit von Bruder Lightbeard nicht vergeudet wird. Weißt du, er ist ein sehr beschäftigter Mann. Mhm. Also bist du Herrn Lightbeards Mann für schwere Schuftereien? Hey, kein Grund für Beleidigungen. Hm. Kann ich hoch, um Herrn Lightbeard zu treffen? Alle sind auf Bruder Lightbeards Wolke willkommen, nachdem sie ihm eine Opfergabe angeboten haben. Also brauchst du eine Opfergabe.